großen Streit. Der Ort, um den es geht, kennen viele von sommerlichen Ausflügen. Es geht um das Örtchen Windegattenfeld an der Sieg, eine 2000-Seelen-Gemeinde. Und genau dort entspinnt sich gerade ein großer Streit um den kleinen Siegwasserfall und um die Zukunft des Ortes. Wenn es um das Wehr in Dattenfeld geht, sind sich in einer Sache alle einig. Naja, ich persönlich kenne dieses Wehr in der Art auch seit Jahrzehnten. Das macht hier so einen sehr schönen Eindruck. Der Wasserfall bedeutet mir persönlich viel. Es sind viele Kindheitserinnerungen hier. Der Wasserfall gehörte zu uns. Einfach, wir sind da, haben gebadet, wir sind Bötchen gefahren. Doch da endet sie schon, die traute Einigkeit. Denn Paul Kröfges vom BUND ist das Wehr ein Dorn im Auge. Dieses Wehr muss zurückgebaut, umgebaut werden. Wie das dann im Einzelnen aussieht, muss noch genau untersucht werden. Aber das Problem besteht darin, dass durch dieses so hohe Wehr hier ein erheblicher Rückstau in der Sieg entstanden ist, der außerordentlich schlechte Lebensbedingungen für die Fischwelt bietet. Der BUND bezieht sich auf die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Auch wenn das Wehr seit Jahrhunderten existiert, es ist menschengemacht. Und im Zuge der Renaturierung der Sieg sollen Hindernisse für Fische zurückgebaut werden. Gegen diese Pläne wehrt sich eine Bürgerinitiative. Heinz Linnertz und seine Unterstützer sammeln Unterschriften. Komm, der junge Mann, die fehlen uns gerade noch. Dann haben wir die 1500. Hier, ihr, hallo. Unterschreiben Sie mal bitte mit hier für unseren Wasserfall. Wir wollen, dass im Bewirtschaftungsplan keine Maßnahme erscheint, die unseren Wasserfall gefährdet. Wir möchten auf Dauer von den Verantwortlichen eine Garantie haben, dass unser Wasserfall auf Dauer verbleibt und in zukünftigen Plänen, die noch immer wieder erstellt werden, nie mehr angepackt wird. Für die Umsetzung der Pläne ist die Bezirksregierung verantwortlich. Aber noch ist gar nicht klar, ob die das Wehr überhaupt verändern will. Die grüne Bürgermeisterin von Windeck, Alexandra Gauss, glaubt, dass die Fischer auch jetzt schon problemlos die Sieg hochwandern können. Auf die Entscheidung der Landesregierung hat sie keinen Einfluss. Die Wasserrahmenrichtlinie, die europäische, fordert eine gute Durchlässigkeit, einen guten ökologischen Zustand des Flusses. Und das haben andere Leute zu beurteilen, die Fachkräfte. Ich mit meinem laienhaften Verstand sehe es hier. Für die Bürgerinitiative geht es beim Wasserfall auch um Tourismus und um das historische Erscheinungsbild von Windegg-Dattenfeld. Ohne Wasserfall ist unser Dorf tot. Ja? Dann haben wir später eine Flussrinne, wo jeder durchlaufen kann. Ja? Dann brauchen wir keinen Bootshafen mehr, dann haben wir keinen Siegstausee mehr. Das ganze Ortsbild von Dattenfeld ist, wenn Sie so wollen, am Arsch. Der BUND betont, dass ja noch gar nichts entschieden ist. Aber zumindest einen unabhängigen Gutachter müsse man mal auf das Wehr gucken lassen. Denn vor allem für die Lachse könnte man hier viel verbessern. Ich denke, man kann mit Überzeugungsarbeit dazu beitragen, dass die Menschen akzeptieren, dass man die Situation hier durch einen Umbau oder Rückbau wesentlich verbessern kann, zugunsten aller. Das wäre eine richtige Win-Win-Situation. Siegwehr, ja oder nein? Bis eine echte Entscheidung in der Sache gefallen ist, wird ganz sicher noch viel Wasser die Sieg runterlaufen. Ja, und morgen Nachmittag ist das Dattenfelder Wehr Thema im Bauausschuss der Gemeinde Windegg und wir schauen da bestimmt auch weiter drauf. Für den Job muss man echt starke Nerven haben.